Stephen Gately war ein irischer Schauspieler, Songwriter und Sänger. Ab Mitte der 1990er Jahre feierte er als Mitglied der Boygroup Boyzone enormen musikalischen Erfolg. 7 Jahre lang veröffentlichte die Band Hits wie Picture of You, Words No Matter What oder Father and Son. Am 16. Juni 1999 folgte dann sein Coming Out. Als erstes Mitglied einer Boyband gab der Sänger öffentlich bekannt, schwul zu sein. Eine Welle von Unterstützung seitens der Fans, Medien und Öffentlichkeit wurde damals ausgelöst. Wenig später machte er auch seine Beziehung zu Eloy de Jong, Bandmitglied der niederländischen Boyband Caught in the Act, öffentlich. Im Jahr 2000 trennte sich Boyzone und Stephen versuchte sich als Solokünstler. Mit seinem Album New Beginning und der gleichnamigen Single landete er in den britischen Top 10. 2002 trennte sich Stephen von Eloy und lernte wenig später Andrew Cowles kennen, dem er 2003 in Las Vegas das Ja-Wort gab. Trotz seiner Erfolge als Solokünstler sehnte sich der Sänger nach seiner Band, die 2007 letztendlich wieder ein Comeback feierte. Bei der britischen Charity-Show Children in Need standen sie nach langer Zeit wieder gemeinsam auf der Bühne. 2008 und 2009 tourten sie durch Großbritannien und Irland. 2010 sollte auch ein neues Album folgen. Stephen wollte mit Boyzone wieder durchstarten. Leider konnte sich Gately diesen Traum nicht mehr erfüllen, denn der Sänger verstarb am 10. Oktober 2009 während eines Urlaubs auf Mallorca. Gemeinsam mit seinem Mann Andrew Cowles verbrachte er die Zeit dort in seinem Ferienhaus in Andratsch. Berichten der The Sun zufolge sollen Gately und Cowles im Club Black Cat etwas getrunken haben. Stephen soll stark betrunken gewesen sein und auch nach Verlassen der Diskothek in der Wohnung weiter getrunken haben. Später ging das Paar ins Bett. Am nächsten Morgen soll Cowles seinen Partner dann leblos auf dem Boden gefunden haben. Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten. In den Medien ging man zunächst davon aus, der Sänger sei nach übermäßigem Alkoholkonsum an seinem Erbrochenen erstickt. Jared Keane, der Sprecher der Familie, verneinte diese Vermutungen jedoch. Er amüsierte sich immer gut, er liebte das Leben. Ich bin mit ihm öfter nachts durch die Straßen gezogen und, wenn überhaupt, sah er im Laufe des Partyabends so aus, als ob er gerade dazugestoßen wäre. Ein übertriebener Trinkmarathon käme also nicht als Todesursache in Frage. Und tatsächlich wurde bei der Obduktion ein nie diagnostizierter Herzfehler als Grund für den plötzlichen Tod des 33-Jährigen festgestellt. Er starb letztendlich an den Folgen eines Lungenödems. Gately wurde am 17. Oktober 2009 in seiner Heimatstadt Dublin beigesetzt. Nicht nur Ehemann Cowles trauert bis heute um den verstorbenen Sänger, auch Ex-Freund Eloy denkt noch jeden Tag an Stephen. Im Interview mit T-Online verrät er 2019: Stephen hat einen wichtigen Platz in meinem Leben, er spielt jeden Tag eine Rolle. Wenn eine Beziehung vorbei ist, finde ich es blöd, wenn man nicht mehr an die Menschen denkt. Stephen ist immer in meinem Herzen und das ist auch völlig okay. Mein jetziger Partner weiß das auch. Er unterstützt und versteht mich. Wir haben uns mal geliebt, Stephen ist viel zu früh gegangen, so Eloy weiter im Interview. Stephen hat es geliebt, ein Popstar zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen. Er schaut auf uns vom Himmel herab und freut sich, dass wir 10 Jahre nach seinem Tod noch immer über ihn reden. Und das ist auch gut.